Schade. Also laut meinem OBS sind wir halt gerade live und es ist gar nichts los. Geh mal auf Twitch. Nein, Twitch. Tailscanner. Since you can't be live to greet new viewers Was 24/7. bist du denn? Was 24/7. bist du denn? Also bei mir ist der Stream halt live. Ich weiß nicht, warum ihr sagt, der wäre RIP. F5 schreiben sie im Chat. Ah. Jetzt ist aber halt wieder weg. Nun, danke Vodafone. Ist doch immer großartig mit Vodafone. Jo, wir machen weiter. Shroud of Innocent. I must read to anyone with an interest in the Salem with Witch Trails. Ach, Kannst du das kommt uns doch nicht bekannt vor. X drücken, um Infos zu bekommen? Den Nein. Text auf Deutsch? Oh Nein. nee, okay. Aber die Salem-Hexenverbrennung, die sagt nur Little Hope, ne? Die Fortsetzung. Ja, stimmt. Ups, ich sollte nichts verreiben in meinem Gesicht. Nein. Ja, pardon. Pardon. Vielleicht sagt uns das einfach, wenn wir uns verstecken müssen, dann sollten wir in dieser zweiten Kabine uns verstecken, wo wir das Bild gesehen haben. Das könnte sein. Nein, bitte. Oh Gott, diese Verzögerung, es geht mir so auf den Senkel. Ja, das liegt übrigens nicht an der Technik oder so. Die Steuerung ist leider so verzögert. Bei Until Dawn war es auch so. Nicht Augen reiben und auch nicht weinen, Marco. Jasmina Ballerina, Hallöchen, herzlich Hallöchen. willkommen. Das ist das Frack. Wracko. Bildlines vom Wrack her. Das sieht voll cool aus. Voll interessant. Aber bestimmt könnte man darauf irgendwas schon erkennen. Nun. Ich wüsste nicht mal, ob wenn es jetzt loopt, würde ich das nicht mitbekommen. Das sieht halt aus, als wäre der in irgendeine Ruine reingekracht. You see? Ja. Glaube, jetzt lobt's. Okay, wir haben alle Bilder gesehen, konnten darauf abgesehen davon jetzt nichts bestimmen. Nö, nur das ist halt wie eine Ruine aussieht, wo es reingefallen Ja, ist. das meinte ich, abgesehen davon. Ich zurücke, jetzt springt ja gleich einer vors Fernrohr wie bei Until Dawn. Boah, das wäre so gemein. Das war so ein fieser Jumpscare. Okay, kann ich zoomen? So ein gemeiner Jumpskarre. Ja, das ist der Fundort markiert, denke ich. Ich dachte, das macht ein X. Wie willst du dein X aufs Wasser tun? Gefunden aus Schwimmärmeln. Ja, kann ich am Horizont irgendwas sehen? Oh nein, Cthulhu kommt auf uns zu. Gute Nacht, Lisa. Gute Nacht, Lisa.
Nö, ich glaube, ich finde da nichts mehr. Was? Mit ganz leichter Durchsichtigkeit ein anderes Fenster im Stream sichtbar. Hä? Auf keinen Fall. Also ausgeschlossen. Ich habe hier nur die Capture Card drin. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Cool. Und ich muss verringert also beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Oh, hey, Leute! Was, Gott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses riesen Was Loch am Heck gesehen. Muss ich es irgendwie bestätigen, wenn wir dieses Ding mit dem Loch haben, wo ich reinzielen muss? Okay, ja, das ist R2. R2, genau. Okay. Benimm dich, Conny. Benimm dich, Conny. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Waffe? Den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Was ist der Bangstick? Schon mal also benutzt. Der Bangstick. Bitte die Regeln nicht. Was soll ich mit Juni machen? Nehmen. Mit dem Bangstick. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Ich hab den Bangstick. Ist zur Abwehr gegen Haie anscheinend. Also du bist heute Margot und ich habe den Bangstick. Ja, also, ist das jetzt so? Oh, wir werden das nicht alles heute durchspielen. Hallo Xavina, herzlich willkommen. Mehr oder weniger? Feier. Hi, nein. Lass mich ran, die sterben jetzt schon gleich. Wollen wir das Flugzeug plündern? Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, das ist ja viel größer, als ich dachte. Dazu schieße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Ich bin doch immer noch dran, ja. Danke. Ach, mit Fliss jetzt wahrscheinlich. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Klar. Warum nicht? Ich frage mich immer, was Marco dazu darüber denkt, wie über die Entscheidungen. Tja. Nettes Boot hast du. Wie bezahlt man sowas? Ist das ein Spiel oder ein Film? Ein interaktiver Film eigentlich. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Nun, was passiert? Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Dinge tun? Runter kann ich nicht. Doch. Oh je. Yeah. Das sieht gemütlich aus. Krieg ich von aus. Ihr noch was? Also,
Kriegt sie was. Na okay, sie kann nur das Bild dämlich anstarren. Ich mag sie. Aber ja, die Steuerung ist ein bisschen grütze. Ja. Warte, da war was. Also sie kann sich die Sachen auch nochmal angucken. Wenn man sich dieselben Sachen nochmal angucken kann, ist das teilweise ein bisschen doof gemacht. Oder war gut, es spricht nicht dagegen, es zu können, stimmt. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Ja, das bist du. Luschko. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Hm. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Was weißt du über dieses Wrack? Gerüchte und Theorien. Ich hatte die Spekulation satt und wollte sehen, ob hier wirklich etwas ist. Hatte die Spekulatius satt. Keine Spekulatius mehr. Und das Interesse an Geschichte? In der Schule davon gelesen. Und dann habe ich gehört, mein Opa war in der Navy und hat jede Menge Orden. Ich wollte wissen, was er alles so erlebt hat. So hat's angefangen. Hoffentlich respektieren Sie den Ort. Menschen starben hier. Sie verstehen die Regeln, ganz sicher. Aber ich weiß nicht, bis dann, wie dann das mit Julia... Bis zum nächsten Mal. Julia hat Alex um den kleinen Finger gewickelt. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Was war das für eine Reaktion? Also sie hat sich gerade eine Kante hochgezogen. Sie ist einfach Lara und hat sich eine Kante hochgezogen. Sieht richtig aus, müsste sich übergeben. Sagst du vielleicht was anderes zu den Sachen? Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Also wie so eine Flugzeugabsturzstelle, wo Lara sich rumtreibt mit den ganzen Ruinen da draußen rum. Nun, die läuft auch auf Seife, oder? Guckt euch mal die Fußbewegung an. Duke an Alex, Duke an Julia. Nun. Ja, Spaß oder was? Was will mir die Musik sagen? Das hier spielt gerade Jenny. Wir spielen halt unterschiedliche Charaktere, das steht aber auch immer auf dem Bildschirm, wenn es wechselt. Was will mir die Musik gerade sagen? Genau, die sind unter Wasser, Alex und Julia. Gute Nacht, Jesse. Ich habe da jetzt nichts gesehen. Ich hätte was sehen müssen, ich weiß es nicht. Wetter ist gut. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Ja, es wurde ziemlich neblig am Horizont. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Oh oh. Hätte ich die sehen sollen? Och ne. Oh oh. Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt?
Das ist komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? The fuck? Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ich weiß es nicht. Das ist doch Absicht von denen, oder? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du? Würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Was soll der Scheiß? Was bist du für ein Arsch, Marco? Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut falschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Marco. Tut mir leid. Also ich hätte Angst, dass das Piraten sind. Bitteschön, Margot. Margot ist dann. Er spielt die gute Julia. Eine Luke, da kommen wir durch. Ich will mal kurz sagen, wie passend ich mein Getränk gewählt habe. Pacific Punch. Schrittkern. Gefährlich sein. Ladies first. Ich bin froh, dass ich nicht tauchen muss. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Ich halte mir das Herz. Das Herz. Julia, stopp! Josicht ist geboten. Rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ist vielleicht zu gefährlich. Da will ich nicht rein. Jetzt muss Marco ein Torpedo, einen Hammer und einen Propeller verfinden. Oh nee, nicht dieses Indie-Rätsel. Mein Gott! Margot! Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Was war das? Sehen wir nach. Ich hab nichts gehört. Ich auch nicht. Okay. Wieso hält der immer noch seine Waffe? Ich hätte mich fast vollgewickelt. Das ist schön warm. Yeah. Warum konnte das kein Hai so an? Alles gut. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende.
langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Warum sollte ich steuern? Das bringt doch nichts. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Gut, fairerweise, das Spiel hat mich jetzt nicht dazu gezwungen, da zu steuern. Ich habe ja aus irgendeinem Grund die Entscheidung getroffen. Warte, nee, ich möchte doch nochmal zurück in den Raum. Vielleicht war da noch was. Psycho. Nein, dahin, bitte. Bitte weiter dahin. Ach, da ist nichts mehr. Okay. Sieh mal, im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Doch nicht normal, oder? Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Naja, die Sache ist halt... Warum sollten die die nicht zur Flucht benutzt haben? Du schwimmst gerade zurück. Oh, Entschuldigung. Ist ja nicht schon wieder genervt von Orientierung. Was nein? Jenny stirbt nur wegen der Kackmoräne. Und ich bin umso froh, dass ich die Stelle gerade nicht spielen musste. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Tiny. Ja, dann gibt's da halt immer noch diese obere. Scheiße. Ich werd's riskieren. Hoffen, dass ich nicht steckfesse. Sei fast auf Quicktimes. Ja. Oh wow. Bau hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Warum nicht einfach dankbar sein? Gut, dass du okay bist. Mach das nicht nochmal, bitte. Ist nicht gut für mein Herz. Für jetzt bestimmt auch nicht. Durchsucht das Gebiet 1 sauber, 2 sauber, 3 sauber. Search in progress. Das war ein Rettungsflugzeug von einer US-Basis. Kowalski, US-Stützpunkt, Insel unleserlich. Das war eine Rettungsmission. Die Info hätten wir jetzt nicht, wenn ich es nicht riskiert hätte. Oh oh. Dann schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh Gott, Alex! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. W-
warte. Okay. Was machst du? Warum das Gezappel? Ich weiß nicht wie. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt ist es gerade schlecht. Was ist denn mit dir los? Nichts. Nichts, nur der Gedanke an einen grausamen und sinnlosen Tod hat mich doch etwas mitgenommen. Ist doch jetzt egal. Lass uns wieder auftauchen. Wieso spielst du meinen Charakter? Mann, Alex. Du bist ja schlimmer dran als das Flugzeug, das da gerade über uns zusammengefallen ist. Etwas Mitleid, okay? Komm schon. Wir müssen jetzt echt nach oben. Ich steuere den noch nicht. Ich steuere, was Julia sagt. Ja, du hast aber eben einen von Alex gesagt, oder nicht? Nee. Klar, ich steuere dadurch auch seine Reaktion, aber Reaktion auf etwas, was ich mache. Der muss bestimmt mitgenommen. Warte. Julia, hier ist die Dekompression. Hey, Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen darauf. Warte, die Dekompression. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Hättest du die nicht gemacht, wärst du wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt oder so. Ja. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Hey, was zum Teufel ist hier los? Aber sie sind auch da. Los. Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Aber irgendwas ist passiert. Die haben da gegrillt oder keine Ahnung, was für eine Scheiße. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Ach so. Aber hättest du jetzt da hochgeschwommen vor Panik, wäre wahrscheinlich irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Und warum bezahlst du das mehr? Ein paar Fischer sind auf die Tauchleine aufgelaufen. Ach, so war das. Das waren ja keine Fischer. Die waren echt sauer. Also hat Conrad mit Geld anscheinend um sich waren das Fischer. Oder sie lügt. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Wie schlimm. Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Und das war nur erstens. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Ich mag sie. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Nun. Zumindest bisher. Nun. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Yay. Gute Arbeit. Danke. Guck doch nicht so finster, zeig mir lieber deinen Booty. Wie findest du Alien als Spiel? Stinklangweilig. Leider. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Nun. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken.
und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Bitte mit dem Fuß nicht an den Rechner kommen. So geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Makulan. Alex, du bist wie ein offenes Buch mit Schriftgröße 50. Ich kann schon aus der Ferne sehen, dass was ist. Nichts ist. Alles gut. Blödsinn, du bist Mr. Melancholisch höchstpersönlich. Julia? Bist du glücklich? Ja, klar, natürlich. Warum fragst du das? Ich schätze, ich habe nur ein wenig Angst um unsere Zukunft. Weißt du? Was jetzt? Ich denke, vor uns liegt eine glückliche gemeinsame Zukunft. Wirklich. Ja. Weißt du, du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert. Wie Marco die Freundin unserer Beziehung ist. Ich liebe dich, Alex. Yay. Weißt du, wo die anderen sind? Ich gehe sie holen. Chill doch so lange. Beziehung aktualisiert. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Mhm. Was sollte diese Frage? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Irgendwas Magisches. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. War wohl etwas abgelenkt. Huch, was soll ich denn tun? Yay. Können wir wegen des Flugzeugs nicht mehr tauchen? Yay. Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich offensichtlich und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen, sonst droht uns Knast. Ich schweige wen. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kann's kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Ich such dann jetzt mal Julia. Was? Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir. Oh, wir wurden so abgelenkt, verstehe. Hab ihn, gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Vögel. Schön langsam, wir müssen zurück. Vögel. Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Warum okay, eigentlich Leute, so viel Bier? Ich dachte, ihr wollt tauchen. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn.
Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey, sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay. Vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Ich bin voll auf ihrer Seite. Kennst du eine Gruselstory? Ich mag sie. Ja, schon, aber weißt du, keine wie Flissen. Ich bin eigentlich null auf ihrer Seite. Erzähl uns was. War klar. Große Geschichte. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da... Verteilt auf dem Boden liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht... Sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, das ist furchtbar. Leo, super Wendung. Schön. Das war keine super Wendung, das war voll vorhersehbar. Ja. Ach komm, das war nicht gruselig. Letztens hast du sie besser erzählt, Magie. Aber guter Versuch. Gute Nacht. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls. Entschuldigung. Unterdivision 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Die hier sind einfach nur Hongs. So schlimm finde ich sie nicht.
Margot ist wieder dran. Ja. Wow. Sag mir bitte, es wurde gespeichert. Das wäre schön. Das wäre schön. Ja. Wir starten mal nochmal. Margot, warum hast du das Spiel kaputt gemacht? Wir haben doch jetzt echt nichts Unvorhersehbares getan. Nein, ich finde es halt manchmal seltsam, dass offenbar beim Installieren Fehler auftreten können, wo ich mich frage, wie? Tja. Ich hoffe, es hat schon, wie gesagt, einfach gespeichert. Margot ist wieder dran, das Spiel so nicht. Ich fände es komisch, dass ich es nun komplett normal finde, dass Marco da als Frau sitzt. Als wunderschöne Blume. So nicht. Ich mag das Symbol übrigens von denen. Diesen toten Schädel mit dem Kompass darin. Ich spiele nicht allein, Filmabend. Und irgendwo müsstest du da laden können. Fortsetzen. Bis Bier hin und nicht weiter. Ladezeiten Überbrückungssong. Margot, du bist dran. Das hatten wir nicht. Nee, gut. Junior. Ja, so viel zu den Fischern, ne? Nun. Hättest du sie auch nicht heizen sollen, Marco. Ja, tut mir ja leid, Menno. Das denkt sie auch gerade. Weil sie irgendwie mehr Autorität ausstrahlt, mehr Ahnung zu haben scheint. Wie viele sind das? Ich sehe einfach.
ärgern, nicht wahr? Das bringt doch nichts. Gott verdammt. Das ist meine Schuld. Tut mir leid. Okay, tut mir leid. Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Also, das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Wir müssen uns losmachen. Sofort. Je mehr Leute los sind, umso mehr können helfen, falls es einen Kampf gibt. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Ah! Arschloch! Dich komme ich später. Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße! Du hast sie gehört. Was wollt ihr, Wichser, denn? Stopp! Langsam. Ruhig. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. Okay. Gute Nacht, Ruha. Nacht, Ruha. Oh Himmel, Conrad. Halt, 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 Alex! Aufhören, lass sie los! Alex. Hier, Bastard! Oh, jetzt gibst du doch weg, dass deine Hände frei sind. Schwarkopf, halt die Scheißfresse. Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Nachtruhe. Wo ist denn mein Bruder?
Stimmt, der Bruder, der ist verschwunden aktuell. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Was hast du vor? Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Wer ist dieser Gentleman mit dem Hut? Du hast ihn doch auch gesehen, oder? Bist du okay? Ja. Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Ach, wahrscheinlich wird das so eine Geiselnahme. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Der Mann sah aber nicht aus wie ein Pirat, der da stand. Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Knack Arsch. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Nein, ich meine, dass Piraten wahrscheinlich nicht im Anzug mit Melone unterwegs sind, Kuni. Konzentrier dich und geh zum Boot. Dann los jetzt. Fehlt dir nur noch der Regenschirm. Da könnte ein Schirm schon Melone mitspielen. 1, 2. Ich bin so dumm. Conrad, geh auf das Boot. Ich hätte warten müssen, bis es donnert. Jo hat ihn nicht gesehen, okay. Aber da stand ein Kerl mit Anzug und Melone. Narrator, der gelingt im Hintergrund lurkt. Scheiße. Oh, Marco. Ernsthaft? Lass ihn ziehen. Wir kriegen ihn nie mit dem alten Kack. Wow. Schlafko. Was wäre passiert, wenn ich es nicht getroffen hätte? Du hast nicht getroffen. Ich hab nicht. Du warst zu langsam. Oh, fuck. Es wirkte halt echt so, als hätte ich rechtzeitig. Nein, darum wurde rot angezeigt. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Alles Markus Schuld, Menno. Der hat heute schon so 2 Menschen auf dem Gewissen, mit ihm sind es 3. Osson! Komm her! Ist der Char schon weg? Ja, das war doch so gedacht. Also, der wollte ja fliehen. Ja, aber nicht sterben!
Handschuh rein. Ja, aber er ist jetzt auf jeden Fall von dem Boot runter. Das ist ein Teilerfolg. Mhm. Er ist nicht auf dem Boot gestorben. Oh, jetzt stirbt mein Charakter erstmal alle. Man muss auch das Positive mal sehen. Ein Teilerfolg. Wie gesagt, mein erstes Mal, ich werde so verkacken. Dann würden sie nicht auf dem Boot sterben, Nomad. Das wäre ein Teilerfolg. Scheiße. Ich glaube, das kann ich nicht mehr retten. Okay. Jetzt haltet die Fresse! Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ups, auf ihn wollte ich nicht. Du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation. Ich wollte es eigentlich zu meinem Kollegen sagen, halt die Fresse, nicht zu ihm. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter Was? Einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihm vom Mandschureigold erzählt. Sie hängt damit drin. Wow. Hast du den Verstand verloren? Wie kommst du auf diese Scheiße? Wie kannst du es wagen, du überprivilegierter Arsch? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Oh oh. Duke of Milan erbittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Wir schaffen es nicht mal auf die Medan. Weil bis bevor alle sterben. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Ja, okay. Alles okay. Hier ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Raus! Los!
wir es ja doch noch aufs Schiff geschafft. Das ist der Mann von Meta. Markus Gesichtsausdruck. Denkst du, hätte ich die Kamera durch die Sequenz lebendig bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Quicktime war schon sehr schnell. Dafür, dass sie das sofort tot ist. Sie müssen wohl jetzt schon ein Opfer verbuchen. Ein gewagter Schachzug. Nicht schlau. Gewagt. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Margot ist die heutige Mainstreamerin. Genau. Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest... Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Scheinko. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ja, meine Sache ist halt, ich glaube gar nicht, dass die Leute da auf dem Schiff böse sind. Margot ist der Schnitter und ich bin reichlich herzlich. Wow. Was ist denn der Schnitter? Was soll das heißen? Nun, du hast einen Sensenmann. Och, Menno. Der Killer. Nun. Oh nein! Wow, als hätte ich jetzt versucht, mich zu killen. Dabei habe ich eine Quicktime, die nur eine Sekunde auf dem Bild war, verpasst. Ein einziger Fehler im gesamten Spiel. Marco, die Killerin. Jetzt wisst ihr, wer von uns die Hexe ist. Ah, nicht kitzeln. Sonst fallen meine Brüste noch raus. Sollen wir kurz Pause machen? Ich müsste mal aufs Pause wäre wirklich schön. Also wir machen mal 5 Minuten Pause. Wie lange wollen wir denn streamen, so ungefähr? Noch habe ich Bock. Alles klar. Also wir machen kurz Pause und streamen dann, ich sag mal, mindestens 1 Stunde noch.
So, die zwei Damen sind wieder da. Die Schneiderin und die reichlich Herzliche. Ich bin die Schnitterin. Nun, ich war, glaube ich, noch dran, oder? Wird jetzt sowieso ein anderer Charakter sein, also mach einfach mal. Ich bin immer noch dran, okay. Okay. Die Damen auf Medan. La porte! La porte! Vite, la porte! Pardon. Ich bin so mega angespannt die ganze Zeit. Labco verstanden. Ja. Labor, Labco, Labco. Shin-chan, Hallöchen. Dankeschön. Dir auch Happy Halloween. Was haben die vor? Los! Ich hoffe, jetzt wird es spooky und nicht mehr so Kittenlipper-mäßig. Dankeschön, Shin-chan. Los, beweg dich. 16 Uhr morgen. Okay, ich steuere jetzt. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Ich lese. Das ist eine Bibliothek. Melly hat den Ständer noch. Yay. Yay. Oh, oh. Wo soll ich denn hin? Ah, okay, da lang. Los, weiter! Okay. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Mask of Madness. No shopping. Was ist los? Wir fragen nur, wovon wir heute Nacht träumen. Ich will auch wissen, wovon ich träume. Du träumst von die Imker trinken katholische Getränke aus einem Trinkgesäß, perverses Volk. Ich träume von das war sehr schlü. Ding umzubringen, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Merd. Oh, Scheiße. Merd. Merd. Mäuschen. Mausis. Pff.
14. Armee-Division. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Ist doch komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat. Den hatten wir vorhin schon, da wo jemand seltsamerweise immer in 3A war. Ja, genau. David Davis, so wie der hieß. Andritt und 2400 ihr Dienstplan. Wie William Ford. Also auch Frachtraum 3A ist eher nicht so geil. Okay, ihr alle in den Raum. Aber guck mal, so verhalten sich doch keine Piraten. Nee. Gute Nacht, Mad Mono. Nacht dir. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Keine Ahnung. Was auch immer dieses Schiff ist, wir müssen herausfinden, wie wir hier schnell abhauen. Der Captain hat recht. Gehen wir zurück zum Boot, verschwinden von hier und bleiben ab sofort für immer an Land. Was haltet ihr davon? Ich habe einen der Typen gesehen mit einem Teil vom Boot. Die Verteilerkappe. Teil des Motors. Damit wir nicht wegkommen. Ohne sie ist die Duke of Milan nur ein Haufen Schrott. Wir brauchen sie zurück. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Ich will kurz unsere Beziehung eigentlich mal checken. Julia. Ja, alles im Mittelmeer, ne? Ja. Selbstlos, mutig, entspannt, motiviert. Hätte Marco Conrad nicht dazu gebracht, mit Gold rumzuwerfen? Liz, das habe ich nur sagen, nicht getan. Das vorhin war wohl ein Doch, du hast die falsche Antwort gegeben. Wie bitte? Ich bin wohl also. Davor wurde was gefragt. Da hast du dich für die falsche Antwort entschieden. Zum Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest. Aber ich meine, das stimmt ja eindeutig. Jenny, das stimmt nicht. Dein Charakter hat was geantwortet und Conrad hat in der Cutscene Gold geworfen. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Du hast eine Antwort gegeben. Nein. Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Ich hab's auf Video. Ich hab keine. Cool. Ich hab vorher keine Antwort gegeben. Die Anfluss, die du. Ja, aber die hab nicht ich ausgewählt. Das war die Kapitänin, die denen etwas gesagt hat. Conrad war zu dem Zeitpunkt nicht der spielbare Charakter. Punkt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo du dich falsch entschieden hast. Und das deswegen so gekommen ist. Nicht Conrad war der spielbare Charakter, sondern sie. Sie hat die Antwort gegeben, Conrad hat mit Gold geworfen. Geld. Neskio, Hallöchen. Hallöchen. Guck doch mal. Komm schon. Pack. Schwer die Explorer sind die Maschine. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que. Die Rothaare stehen dir, Marco. Dankeschön. Kaputt. Das funktioniert so nicht. SS. Hund.
Schiff. Maskott. Ein Schiffsmaskottchen, das Undi. Yay. Aber irgendwas wurde da weggekratzt, hast du das gesehen? Mhm. Etwas nach den 2S. Fräulein J. Rivera. Hallo meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub. Und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs zu Land gegangen. Wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Gute Nacht, Xavina. Nachti. Das ist sehr seltsam. Ja, sehr modern. Und da ist halt nichts verschimmelt oder so daran. Was diese Kerle mit uns anstellen werden. Werners Brille. Jetzt, ab jetzt in jedem Spiel so als nutzloses Item einfach drin. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Sagt er nicht noch was? Hat er nicht noch was gerade geglänzt? Der Stuhl halt einfach nur. Machst du was mit dem Stuhl? Also ich kann... Nee. Oder ist das Bild? Da. Und warum haben sie das Schiff verlassen? American Overseas. Bandenmord. Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Die Hodgson-Expedition traf letzten September in dem Königreich ein und war nach einigen Angaben den Relikten. Bla bla bla. Warte, 47? Das heißt, sie haben die Relikte vielleicht aufs Schiff geladen. Was denkst du? Ich kriege ihn nicht auf. Gute Nacht, Max. Ja. Melli, ich wünschte, das wäre so einfach. Dann würde ich das tun. Aber ich glaube, es ist nichts Schnelleres möglich. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Freedom. Aufsprengen? Uff. Ja, das ist der Weg raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Das ist zu laut, Leute. Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird richtig laut. Halt, halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Das wird auch nicht gut gehen. Funktioniert nicht, oder was? Komm schon. Das Versperren muss mir jemand helfen. Yo, Brad, hilf der Lady mal. Wie schwer soll dieser Tisch sein? Oh, so ein Tisch kann schon scheiße schwer sein. Guck mal, woraus der ist. Der ist nicht aus Holz. Jetzt so Plot-Twist, die Tür geht nach außen auf. Ich bin da aber schon die ganze Zeit dran. Jenny, yay. Ich will nicht mehr. Gut, wir haben ja jetzt gleich viele Charaktere. Ich habe ja jetzt... Sind wir Fairness hergestellt. Es ist Alex, aber glaube ich, den wir spielen. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. War das nicht selbstlos von mir?
Eine gesamte Mannschaft Regeln zum extra Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Daten dann im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und Rundgängen, keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen, die diese Regel missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen. Aber warum so diese Extrabewachung? Niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Okay, 3A scheint echt gefährlich zu sein. Und lass mich ran, wo uns das Spiel hinbringt. Niemand darf sie betreten. Niemand. Wie die anderen aber auch wegrennen irgendwie. Während der sich vielleicht jemand rumsehen will. Vielleicht hat das alle von ihr vertrieben. Deine Chance? Was für eine Chance? Chancy 070. Die haben die Kleidung verbrannt. Oder Leichen. Aber dann wären doch Leichen doch noch. Die sind doch nicht Kleidung übergeblieben, oder doch? Nee, wenn die verbrannt hätten, dann wäre keine Kleidung übrig geblieben. Sah halt aus wie so ein Ofen irgendwie, aber. Ist nicht eine Waschmaschine naheliegend? Aber was soll ich denn in dieser Waschmaschine so Spezielles finden, dass da ein Stück Kleidung drin liegt? Warum schmeißt man da ein Stück Kleidung rein, wenn der ganze Rest nicht mehr da ist? Also, weißt du, was ich meine? Ich kann ja auch nichts anderes anschauen. Und das ist ein Stück Kleidung. Das Gefühl, wenn es unter der Perücke juckt. Marco muss sich dran gewöhnen. Was? Nein. Ja, es ist halt ein Waschraum, klar ist Waschmaschine nahelegen, aber wieso dieses eine Stück Kleidung? Außer es wandelt dort noch ein einzelner Man of Medan auf diesem Boot herum. Oh, du hast jetzt wahrscheinlich eh wieder recht. Und es wandelt ein einziger Man of Medan auf dem Boot rum. Komisch aber, dass Marco noch nicht an seinen Haaren rumgespielt hat. Ja, es ist irgendwie schon cool, mal Haare zu haben, an denen man rumspielen kann. Und Brüste. Aber vor allem Haare. Bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Corgi hold! Yay! Out of rounds? Bounds. Was heißt das? Zutritt verboten. Da ist doch bestimmt Fachraum 3. 1. In der 2 drin. Ich hätte gedacht, Fachraum 3a wäre im dritten drin, aber wieso ist der zweite denn auch schon verboten? Sollte mich das jetzt gerade erschrecken? Süßes Spiel. Ob Conrad es geschafft hat? Er kann echt einfallsreich sein, wenn er sich anstrengt. Was soll das denn jetzt heißen? Tja, dann gut. Conrad hat's geschafft. Toiletten! Oh, toll. Oh.
klar, Toiletten. Es sind immer die Toiletten. Da sind keine Socken drin, Melly. Sag das doch nicht. Offiziell sind da Socken drin. Ich dachte, Toilettenpapier. Liebe Isles, ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten, sagen Ned und Nancy. Sie können sich schon auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer, aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen, ich weiß, bla 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 bla. Was ist denn sonst da drin? Toilettenpapier. Ich kann die auch nicht öffnen, ne? Da war nur der Jumpscare irgendwie jetzt gerade. Der Jumpskarren. Nein, nein, es sind, Ich hab... Sag's doch nicht. Okay. Es ist Toilettenpapier. So. Hörst du das? Ja. Da unten bewegt sich irgendwas. Rohre. Was denn? Will ich lieber gar nicht wissen. Ich will hier was gucken. Wir müssen weiter. Nein. Nein, ich verkaufte das alles nicht mehr. Julia. Nein, 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 das nicht. Ich schaff das nicht. Julia, beruhige dich doch. Gehen wir. Na komm. Okay, ich geb's zu. Also... Socken hätte ich zu viele gebraucht einfach und deshalb habe ich das Bernsteinzimmer hier drin versteckt. Der Maschinenraum. Und? Können wir hiervon noch was nutzen? Nein, das ist nur ein altes Stück Schrott. Die Duke hat einen neueren Motor. Wir brauchen nur die Kappe zurück. Nein, es ist nichts Essbares, keine Sorge. Okay. Ich kann damit nichts anfangen. Damit kann ich nichts anfangen. Auch gedreht, das war. Ja, ja, ich hatte nichts drauf gesehen. Ich verkneife mir einen Joke. Du wolltest gerade fragen, ob es was ist, was ich gekocht habe. Nein, wahrscheinlich, was ich gekocht habe. Warum du? Weil bei mir alles ankokelt. Das sind eine Menge Leute, die man seltsamerweise nirgends findet. Ich frag mich, wo die alle sind. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschung. Rattenkopf. Oh. Du drehst langsam durch, Mann. Reiß dich zusammen. Ich habe mich nicht erschrocken. Nicht normal. Leg das Ding zurück. Ich habe mich erschrocken wie Sau. Habe ich gar nicht gehört, Menno. Ich schreie auch nicht. Ich kneife nur die Augen zusammen. Was bei so Quicktime-Events nicht immer merkt, was das ist. Nun. Ich habe die Augen offen und sie sterben trotzdem wie die Fliegen. Unsere Charaktere alle tot. Ja, wahrscheinlich. Kowalski Analysis. Leute, wir müssen rausfinden, aus was Markus Brüste bestehen. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das Ganze schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit dem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat und er hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, das war so ein Kerl und er hatte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau, so eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag der 13.
Peres behauptet, eines der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Peres meinte, dass nach 4000 er hätte sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles aber kein Sprit. Samstag der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werden mal mit ihm reden und herausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht, er meinte, Kerm nicht reingeschmuggeln. Wir sehen sie uns noch heute Nacht. Weißt du, an was mich das erinnert? Es gab doch mal, ich weiß nicht, ob es bei den Ägyptern waren, bei Ausgrabungen, die dann wahnsinnig wurden, weil irgendwelche Gase sich in diesen Särgen gebildet haben. Ja, klar, Gase, alle möglichen Arten von Krankheiten. Generell, wenn man alte Gräber öffnet, lass einfach alte Gräber zu. Es ist 2020, riskier's nicht. Könnte Dämon rauskommen, der die Welt unterjocht. Nee, danke. Könnte Corona rauskommen. Könnte Seth rauskommen. Heuschrecken klagen, der ganze Unfug, lass lieber sein. Locke ich ein, was? Dämon lockt Melly ein. Ich wäre halt einfach dafür, dass Marco gleich mal wieder spielt. Bei Charakterwechsel. Sonst bist du sauer, wenn ich deine Charaktere töte. Okay. Zeig mir das nochmal. R1. Wer haut ihn dagegen? Ist das der mit dem Auge? Ja, ja. Aber der sieht wahnsinnig irgendwie aus, ne? Ja. Der sieht nicht so aus wie vorher. Ja, das stimmt. Der kommt von hinten und haut ihn. Und wer steht bei denen? Ist deine, Julia und diese Kassen? Warum? Warum? Wie? Wie viele Bilder wir übrigens schon übersehen haben müssen. Okay, ja. Wo müssen wir denn hin? Ist das der richtige Weg? Oder kommen wir von da? Da fragst du leider den Falschen. Wait, Moment. Seid jetzt leise. Da war. In der Vorahnung war dieser Carol Carson oder sonst was, der angeschossen wurde. Ja. Konrad. Vielleicht wäre der nun dabei gewesen, wenn er halt überlebt hätte, nicht geflohen wäre. Nicht versucht hätte. Ist er der Kerl, den wir gesehen haben? Ich glaube ja. Ich werde sie mir holen. Wir müssen aufpassen. Das könnte unsere einzige Chance sein. Okay. Schön aufpassen. Und wie hast du vor, wieder hochzukommen? Brad. Oh mein Gott,
Das Infektionsrisiko, wenn man da barfuß rumläuft auf so einem Schiff mit Rost und... Ich hätte sie warnen sollen. Ich dachte, die hören das vielleicht. J'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Hey! Nein! Noch nicht! Okay. Ich sehe dich. Komm schon. Komm raus. Ich werde sie alle töten. Das ist nicht gut. Bitte übernimm du. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihnen. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Ich mach das. Das war doch der Tipp für die Halloween-Feier. Abstand halten. Mhm. Scheiße. Ich würde ihn töten. Ich würde sie alle töten. Ganz ehrlich, davor habe ich am meisten mehr Angst als vor allem anderen. Ich höre nichts. Dass ich sie alle töte einfach nur. Was geht denn hier, Joa? Wieso darf ich jetzt gerade wieder eine Stunde spielen und Marco gar nicht? Ich muss aber auch zugeben, dass ich nach der Sequenz für heute aufhören würde. Nach der Sequenz? Ja. Ich will dich noch ein bisschen spielen sehen. Aber ich bin zu müde. Mir fallen die Augen zu. Warte mal, hier waren wir schon. Ich glaube nicht. Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Nein. Hast du uns im Kreis geführt? Wir waren doch nicht in der Küche. Was bildest du dir ein? Nimm es mit. Mytko. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Margot ist keine Dame der Nacht. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Spielen wir es morgen weiter. Hättest du Bock? Ja. Ja. Spielen wir morgen weiter. Ja, kann ich sie morgen an oben bringen. Hab ja für morgen noch nichts angekündigt. Insofern passt das ja. Hey! Hier steht, heute gibt's Rinderragout. Hm, lecker. Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Also schlafen werde ich heute aber definitiv nicht können. Scheiße! Oh, das war klar. Alex, was ist denn? Aber wie kann da frisches Fleisch drin liegen? Gar nichts. Das willst du nicht wissen. Was soll das? Es ist nicht frisch, aber keine 60 Jahre alt.
War das die Maria Doria oder was? Was hatten die für ein Festessen? Ich weiß nicht. Eigentlich bräuchte man für ein Frachtschiff auch nicht so eine große Küche. Ja, aber da waren voll viele Soldaten drauf. Ach so. Hast du doch gesehen am Anfang, wie riesig das da ist. Die Maria of Midoriya. Soup du jour, Mademoiselle? Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Ich mach doch nur Spaß. Wie zickig sie ist. Als ob du dich in der Küche auskennst. Kannst dich ja in die Küche stellen. Sie soll also die nervige Zicke sein, wie die eine in Until Dawn, die, ich weiß ihren Namen nicht mehr. Emily. Ich kenne jemanden, für den immer das die Lieblingsfigur. Für wen? Holly. Aber was? Okay. Wie ist das möglich? Er mochte es, dass sie irgendwie frischen Wind reingebracht hat. Ach, okay. Holly, ich fand dich mal voll cool. Autsch. Ups. Das ist erstmal so ein offener Brief. Ich finde es nicht gut, dass du Emily magst. Aber in einem neuen Absatz magst. Oh oh. Nein, mein Bruder wird in den Bauch gestochen. Das ist nicht gut. Nö. Von wem? Och nee, mit dem Messer, das ich gerade mitgenommen habe. Scheiße. Ich hätte es nicht mitnehmen sollen. Und wenn ich es nicht mitgenommen hätte, hätte vielleicht jemand anderes mitgenommen. Was hat der Kerl an? Ich will wissen, was der Kerl anhat. In eine komische Jacke? Braune Lederjacke. Okay, trägst du so eine? Nein. Okay. Weil hätte ja auch sein können, dass das praktisch sowas ist, was passiert, wenn eine Quicktime kommt und du nichts tust. Voll gemein, dass das überhaupt geht. Hier stimmt was nicht. Was hat sie damit, dass wir da schon waren, übrigens? Die haben doch alle Flashbacks, oder? Die waren doch alle schon mal auf dem Schiff. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du nichts gehört? Was? Oder ist doch die Gedämpfe, die irgendwie aus den Särgen rauskamen? Ich habe irgendwas gesehen. Hallöchen, Kernkraftwerk. Hallöchen. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Das war nicht besorgt, wie ich es ausgewählt habe. Und vor allem jetzt lach mich bloß nicht aus. Wir wollten nicht lachen. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Okay, nein. Da mache ich nicht mit. Was? Wir sind hier schon gewesen. Volle Särge und Scheißkarten. Nein, ist es 3A? Nee. Nicht mein Ding, weißt du? Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Ich habe echt die sympathischsten Charaktere, ne? Was ist das? Du kannst sie noch sympathischer machen mit deinen Entscheidungen, ne? Ja. Oder sie schnell genug umbringen. Nein, ich will die nicht öffnen. Wir lassen die Särge zu, Leute. Okay. Niemand von uns wird irgendeinen Sarg öffnen. Niemand hat die Absicht, einen Sarg zu öffnen. Ich finde die Kapitänin sympathisch. Ja. Eben sagst du es noch, du magst sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich das zur Seite ziehen will. Mittlerweile schon. Okay. Ziehen wir das zur Seite? Warum fragst du mich? Oh Gott. Ich würde es zur Seite ziehen. Ausflippen sehen? Was? Können wir einfach hier weg? Ja, wir haben alle Hallos. Wir haben Halluzinationen, definitiv.
Und wahrscheinlich ist es wirklich mit irgendwelchen Dämpfen aus den Särgen. Ja, der hätte halt gelandet wegen... Das sind wegen, doch aber Särge, oder? Wegen dem Timing gewisserweise. Weil man sieht, diese Ratte denkt sich, oh, okay, alles in Ordnung. Und aber wirklich unmittelbar danach, bam. Das war gut. Warum sind da Ketten und Schlösser? Ich weiß es nicht, warum da Ketten und Schlösser sind, aber an dem einen sind keine Ketten und Schlösser. Auf jeden Fall mal. Wir lassen die Särge zu, wir sind nicht Grabräuber oder Schänder oder sowas. Hey, der hier hat einen Namen. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Die sind tot und wir nicht und das soll auch so bleiben. Das wäre schön, ja. Ich will die nochmal ansehen. Namensplakette. Kann man die hier sich ansehen? Da. Brian Carter. Was? Dann sind das aber nicht die, die sie an Land gezogen haben. Dann sind das Soldaten, die da beerdigt haben. Ja, steht doch US Army drunter. Ja, deswegen sag ich ja, dann sind das nicht die, die sie an Land geholt haben. Nicht in 3A oder so sind. Gewesen sind, sondern einfach welche, die sie an Land geholt haben. Geholt. Von ihren Soldatenkumpeln halt. Ich habe Alexas Augs gelesen. Vielleicht ist das die Abkürzung für Alexillary. Alles klar. So ein Geräusch. Schritte. Welches? Alter, ist die Grafik nice. Boah. Warum so blitzeblank? Weil da Tote liegen. Aufgebahrt irgendwie. Zwei Marcolinos. Das. Hallo, Chaoten-TV. Herzlich willkommen. Jede Medizin, die wir finden, wird alt sein. Aspirin. Aber altes. Aspirin? Ich habe ja viele Probleme, aber Kopfschmerzen nicht. Das ist besser keine Anspielung auf mich, mein Herr. Was soll das denn immer? Warum fühlt die sich gleich immer angegriffen, die blöde Junge? Ich habe keine Ahnung. Am Ende sind die auf jeden Fall nicht mehr zusammen, ob sie beide tot sind oder nicht. Wenn das so weitergeht. Mist! Hey, jetzt ist nicht die Zeit für dumme Spielchen, im Ernst. Ich halt's nicht aus. Ey, die geift uns die ganze Zeit einfach nur Wen an. Wen bildet er sich da gerade ein? Weil der sah vorher nicht so aus. Okay. Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Ich wollte ihn nicht anfassen. Oh Mann, muss man mir den jetzt die ganze Zeit... Der atmet. Ficken, der gerade geatmet. Du hast das auch gesehen. Schatz! Nee. Hast du Halluz? Wie viele Arme zeigen? Ey, der hat gerade geatmet. 8, richtig. Ich wollte eigentlich noch durch die andere Tür gehen, aber dann ist es schon weiter. Hallo, Hammer. Ist das Man of Methan? Das ist übrigens voll der gemeine Trick. Ihr haltet hier mal die Hand so vors Gesicht und fragt, wie viele Arme zeige ich. Die meisten Leute antworten dann mit 5. Und dann fragt ihr, 5 Arme also? Ja. Jenny, Marco eigentlich auch nochmal dran. Boah. Ich würde sagen, wir machen für heute mal Schluss. Alles klar. Ja, ich bin wirklich, wirklich müde. Morgen geht es weiter, 16 Uhr dann. Mhm.
Okay, morgen um 16 Uhr geht es weiter mit Man of Medan. Wir spielen es morgen durch, sage ich mal. Ist ja nur so 5 Stunden. Und wir hoffen, euch hat dieser Halloween-Stream gefallen. Ich hat der Gastauftritt von Margot gefallen. Und es freut mich, dass ihr hier wart. Jennylein hatte hoffentlich auch Spaß. Ich Ich hoffe, euch hatte viel haben auch die Spaß. Gastauftritte von Tieni und Melli Die gefallen. Gasauftritte sind keine Gasauftritte. Geister, Schatz. Ich fand's auch nice und danke, dass ich da sein durfte. Yay. Yay. Er sollte jetzt gespeichert haben, also ich Ich gehe sollte davon jetzt. aus, dass er an diesen Stellen speichert. Allerdings, basically müssen wir das Spiel auch gar nicht beenden. Die Gasauftritte, ich habe gefurzt. Okay, Maddie, gut zu Man of wissen. Methan und so. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht, Leute. Tschüssi.